Leute, herzlich willkommen oder willkommen zurück bei Red Talks für unser Let's Play The House of Da Vinci. Jetzt ist die Aufgabe, von dieser Rätsel sehr, sehr schwer. Das leider ist keine Information vorhanden. Und ja, ich habe auch jetzt geschaut bei einer, der auch diese Let's Play auch gemacht. Und ich muss zugeben, das ist auch nicht so leicht. So, die erste Reihe soll eine Basis von die Nummer Kombinationen zu kommen. So, jetzt muss ich versuchen die zweite Reihe. Da werde ich auch sowieso. Hallo? Jetzt. Ah. Moment. Ich muss 3-2 wieder haben am Ende. Ja. Aha, so ist das perfekt. Okay. Und am Ende ihre. Oh, Moment. Ich habe noch einen Screenshot gemacht, das werde ich noch anblenden in meine Let's Play. Das vielleicht, das hilft auch jede, wenn jeder hat auch Lust, dem Spiel einmal zu versuchen. Ich muss zugeben, das ist auch nicht leicht. So, Moment. 2, 3, okay. Und ja, so soll das gehen. Okay. Und jetzt muss ich wieder um dieses Gerät gehen. Okay, Moment. Da muss ich auch wieder schauen, weil das ist in die erste, was Sie haben gesehen am Anfang, jetzt, was ich habe jetzt gemacht, das ist richtig. Da müssen Sie 428 am Ende bekommen. Ich weiß auch nicht warum. Das ist vielleicht auch eine Kombination. Aber jetzt. Ich schaue noch weiter. So, ich schaue nicht weiter, aber ich muss noch Pause drücken. Bis gleich. So, für die nächste Aufgabe jetzt. Ich könnte leider keine Screenshot erstellen, aber ich habe jetzt gesehen und ich versuche das gleich zu machen. So, normal sollte ein 4. So, an 4, ja. Moment, wo ist der? Diese Symbol. Und dann kommt das hier. Und diese zeichnet. Ich hoffe, Sie haben noch mitbekommen, was das sollte noch kommen. Und jetzt, ja. Da irgendwie muss ich alle. Oh. Es funktioniert noch nicht. Warum? Okay, vielleicht muss ich gerade diese Teil hier vielleicht benutzen. Okay, Moment. Das sieht gut aus, dass jetzt. Aha. Da läuft schon Flüssigkeit, aber. Aha. Jetzt bin ich auch sprachlos. Wie soll diese Maschine funktionieren wieder? Moment, ich habe jetzt einen Hinweis. Jetzt. An der Vorderteil des Kessels sind 6 Hebel. Irgendetwas muss ich damit machen. Ja. Da ist auch nichts zu sehen mit der Okuli. Und auch nicht ihre, okay. Da frage ich mich auch. Das ist nochmal ein. Etwas zum. Eine. So, nicht ein Feuer zu starten, aber etwas zu. zu entzünden, könnte ich auch sagen. Okay, aber jetzt. Da bin ich wieder. Okay, soll ich vielleicht mehr drück machen? Aha. Ja, ich muss mehr drück machen. Okay, nochmal. Ist alles auf. Vielleicht jetzt gefüllt. So, jetzt komme ich dran. Okay. Aha, yes, es funktioniert. Okay.
Oh, was ist hier los? Was ist hier los? Achtung, was kommt jetzt noch jetzt? Okay, aber jetzt ist alles. Ich könnte mit dem Hebel auf dem linken Seite des Kessels den Drückerrohr und dann versuchen, die Hebel zu manipulieren. Ja, das habe ich jetzt gemacht, oder? Aber jetzt, da ist keine Drück mehr, oder? Ah, dann ist bestimmt wieder eine Reihenfolge zu machen. Ja gut, aber ich habe auch keine Ahnung, wie soll diese Reihenfolge wieder gehen? So, ich muss dann volle Drück machen. Ja gut, noch. Nein, er möchte nicht. Okay, gut. Dann jetzt ist die Frage. So, gehen wir zurück. Soll ich diese entzünden? Nein. Okay, dies Richtige. Aha, aber das ist nicht mehr Richtige. Es gibt eine Reihenfolge wieder. Okay. Aber die Reihenfolge, da habe ich auch keine Ahnung. Ich muss eine bestimmte Reihenfolge bekommen. Aber, wow, das ist wieder. Puh, kein Hinweis. Super. So, ich muss noch gucken. Da haben wir einen Hinweis. Okay. Aber ob das uns wirklich hilfe, so, ob das mich wirklich helfe. Es sieht aus, als muss die Hebel in die richtige Reihenfolge gezogen werden. Für jeden Versuch muss ich den Druck wieder vollständig aufbauen. Ja, das habe ich auch jetzt gemerkt. Aber okay, welche Reihenfolge? Das ist auch die Sache. Da gibt es auch keine Einweisung. So eine Anweisung war auch nicht zu sehen, oder? Hm. Vielleicht, nee, jetzt ist alles zu. Ich habe auch keinen Hinweis. Okay. Gut. Die erste, ich glaube, das war diese, weil die brennt doch. Hein? Okay. Und dann bestimmt muss ich die zweite. Nein, wieder kaputt. Ja, toll. Nein, das sind wieder keine gute Mischung oder so Mischung. Ja, ich habe keine gute Reihenfolge gemacht. Oh je, oh je, oh je, aber wie kriegt man das jetzt? Ah, wirklich? Was haben die sich gedacht, die Entwickler von dem Spiel? Ehrlich, das ist Hammer, Hammer. Und wie gesagt, das gibt keinen Hinweis. Ich kann lang versuchen mit euch, aber da könnte ich bestimmt 2 Stunden dran machen, etwas zu verstehen. Okay, gut. Vielleicht muss ich in die Mitte vielleicht versuchen. Moment, wie ist das jetzt gebaut? Okay, die 1, 2, 3. Okay. Dann muss ich erstmal diese. Nein, das ist falsch. Dann vielleicht diese. Auch falsch. Dann die brennt. Das brennt. Ah, die brennt hier. Okay, aber ist das die andere richtig? Nein. Nein, okay. Ich versuche noch einmal. Weil wir haben jetzt gemerkt, dass die letzte, so die vorletzte ist das. Die brennt am Dauer. Okay, dann vielleicht muss ich diese einzige so Brenner starte, weil das sind Brenner für mich auch. So diese, weil der brennt am Dauer. Dann die andere nicht.
Vielleicht dann diese hier. Nein, kaputt gegangen. Oh ja. Ach du lieber Gott. Nein. Es ist wieder eine schwere Ratzel. Ne? Ja, ich habe euch gesagt, wir sind sehr, sehr nah an das Ende von dem Spiel. Ne? Vielleicht jetzt schaffen wir auch das Ende jetzt gerade. Ich weiß auch nicht, aber ich habe das schön, das Gefühl, dass wir sind schon bald am Ende. Okay. Ich mache diese am ersten, weil die brennt immer. So, diesen, das ist falsch. Könnte ich vielleicht diese? Aha, es funktioniert. Dann bestimmt die andere hier. Nein, wieder falsch. Okay, dann ich habe jetzt gemerkt. 1, 2. Und dann müssen wir wahrscheinlich wieder zurückgehen auf die andere. Ich habe auch keine Ahnung. Aber jetzt, wir haben immer noch Druck. Okay, aber die Druck. Sollte ich auch wieder behalten. Weil ohne Druck, es passiert nicht. So. Die erste Rare. Zweite, okay. Dann jetzt machen wir diese. Nein, wieder falsch. Okay, aber dieses Mal, ich bin ohne Hilfe. Ich versuch's alleine. Boah. Okay. Jetzt, wir sind wieder da. Okay. Die erste. Okay, wenn das war diese nicht, dann ist vielleicht die. Nein! Oh, was ist passiert? Ah, jetzt ist eine kaputt gegangen. Hallo? Jetzt habe ich die Maschine kaputt gemacht, oder? Oder war das so geplant? Okay, super. Jetzt habe ich etwas kaputt gemacht von der Maschine. Oh, da Vinci, der wird sauer mit mir. Er wird bestimmt sagen, was hast du gemacht? Du hast meine Gerät kaputt gemacht. Okay. Dann wenn... Ja, hier ist... das ist kaputt. Okay, dann ich versuche jetzt diese. Nein, es ist wieder kaputt gegangen. Ja, toll. Boah, das ist so eine Sache. Ich habe auch keine Ahnung. So, ich mache wieder Druck. Ich hoffe, dass ich aber nicht etwas falsch gemacht, weil sonst muss ich wieder die ganze Level neu starten. Oh je, oh je. Da kriege ich auch wieder viel zu tun. Aber ich glaube nicht. So, die erste ist gut. Dann machen wir diese dann. Nein, das geht wieder raus. Ei, ei, ei. Welche Reihenfolge kommt überhaupt in diese Geräte? Gut, ich habe einen Teil kaputt gemacht. Oder war das normal? Ich habe keine Ahnung. Ob es Sache, es funktioniert. Ne? So, die erste zwei, das ist klar. Okay, wenn das ist nicht die, dann das ist bestimmt diese Irre. Nein, wieder raus. Boah, la 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 la. Und jetzt, was machen wir jetzt? Was machen wir? Oh, das ist aber extrem schwer. Da habe ich keinen Überblick. Ich versuche das allein ohne Hilfe von zu sehen auf einem Video oder so, aber das ist wirklich schwer. Okay, hier fällt wieder was, aber ich habe auch nichts zurückbekommen. So, dann werde ich sagen, wir machen. Ja, weil man sieht schön, dass die Maschine, die ist auch schön bereit am Start.
Aber da fällt noch was. Okay. Aha. So, ich versuche noch mal wieder was zu machen. Nein, wieder raus. Und jetzt, jetzt ist alles aus. Nein, das ist wirklich. Oh. Wir haben noch sowieso ein der Sunder ist rausgebrochen. Ich muss mich umschauen, wo ich Ersatz finde. Ah, jetzt muss ich, jetzt kriege ich einen Hinweis. Ich muss jetzt einen Teil Ersatz finden. Ah ja, super. Ah, warum haben die das auch nicht erklärt? Am Anfang, hallo? Okay, wo finden wir an Ersatzteile? Wir sind nicht in einer Garage. Das ist doch klar. Für euch alle. Ah, ich muss ein Ersatzteil finden, aber ich habe keine Ahnung, wo soll man das finden. Vielleicht hier. Soll ich etwas bewegen? Es bewegt sich auch gar nicht. Gut, das bewegt sich hier, aber ob etwas richtig dabei ist. Und hier ist noch was, aber ich habe auch keine Teil dafür. Ah, in die Kiste, ja. Wir haben auch gesehen, dass diese Holzkiste ist auch gekommen. Okay, Moment, Hinweis. Nach einem Knall in der Kesselleitung meint ich im Obergeschoss, ja was? Ob sich etwas bewege. Ja, im Obergeschoss, ja, das ist diese Teil, als ich bewege. Oder? Aber eine Befestigkiste, die über eine Welle mit einem Mechanismus der Erfindung verbunden ist. Ja, okay. Toll. Wieder was neu. Aber ich weiß nicht, wo könnte ich diese Ersatzteil finden? Oder ist noch etwas zu machen? So, erstmal dran klicken, aber da ist leider nichts zu bewegen. Da ist nichts. So, da ist nichts zu etwas zu rühren, berühren. Ja, toll. Toll, toll, toll. Ah, ja, 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 ja. Dann muss ich vielleicht darüber gehen, um dem anderen Gerede. Vielleicht ist noch etwas, das ich habe nicht ausversehen gesehen. So, Moment mal. Das war neben der Krantreppe ist anscheinend mit dem großen Ring im Boden verbunden, der sich nach jeder Explosion in der Kessel, was, in der Kesselrohre schnell dreht. Ja, stimmt. Ihr bewegt sich etwas schneller. Aber was ist verbunden dabei? Da habe ich auch keine Ahnung. Sehr komisch alles, oder? Das ist wirklich sehr komisch alles jetzt. Da bin ich wieder sprachlos. Aber gut, vielleicht. Die Rohr von der Zentraltank führen in den Metallring in der Mitte des Raumes. Ja, super, aber hier kommt auch nicht etwas dazu, oder? Soll ich etwas drehen oben? Nee. Da komme ich auch nicht. Wirklich? Ich habe keine Ahnung jetzt. Aber hier, ich sehe auch ein Hebel. Ich sehe ein Hebel, aber die Hebel ist nicht am Start. So, Hinweis. Der große Ring muss ich erst drehen, bevor
ich der, den Ersatz Sunde mitnehmen kann. Der große Ringe. Aber welche große Ringe? Hä? Oje, oje, oje. Ich hab keine Ahnung, Leute. Welche große Ringe? Ist das ihr zu sprechen? Da habe ich auch keine Ahnung. Ja, ihre fällt eine Teil, das ist klar. Okay, ich mache kurze Pause. Ich guck noch irgendwie, dass ich bekomme das. Bis gleich. Ja, jetzt, ich habe etwas verstanden, das ist auch meine Fehler. Ich muss auch zugeben, ich habe auch einen Fehler gemacht. Es könnte passieren, oder? So, der große Ring muss ich erst drehen. Ja, die große Ring, das ist die Ring, die sich, ja, ich könnte das auch mit euch das noch sagen. Moment mal, ob ich kann auch wieder nach oben gehen. Ja, ich muss nach oben gehen. Ja, okay, hopp. Und Sie sehen auch diese Ringiere, die muss ich aktivieren. Und das haben wir auch gesehen vorhin, dass mit diesen zwei Brenner, dass die läuft auch immer. Und dann, die werden immer ausgehen, diese Ring so. Diese Ring wird sich nicht mehr in Funktion kommen, wenn ich... Wenn ich nehme noch die andere Brenner im Ansatz und dann, ja, das funktioniert nicht mehr. Nein, das muss dauernd laufen. Sie werden auch das jetzt verstanden, warum. Ich habe auch jetzt gerade geschaut, weil, wie gesagt, das ist auch schwierig, jetzt zu sehen, alles, wie das soll, funktioniert jetzt. Gerade die zwei letzten Ratzel, so, die waren für mich wirklich so schwer. Dass ich habe auch gedacht, ja, hallo, kein Hinweis, ja, wie soll man das finden? Aber jetzt, okay, ich habe jetzt alles wieder aufgepumpt. Und jetzt, ich muss das. Hopp, erst zwei. Und dann wieder nach oben gehen. Weil Sie werden sehen, dass etwas hat sich auch bewegt. So, wenn ich komme auch wieder hoch. Und jetzt, schaut ihr das an. Jetzt ist diese Kiste geöffnet. Und die Ring, ja, die läuft immer. Okay, ich muss jetzt darüber gehen. Und da ist die Ersatzteile. Okay, Feuerzeug, ja. Was für ein Feuerzeug. Wenn Sie wollen Feierabend für Zigarette oder so. Können Sie das auch nicht benutzen, oder? Das ist so groß. Feuerzeug, ja. Normal wäre auch Brenner besser gewesen. So, und jetzt, ich muss das Teil wieder ansetzen. Okay, und ich muss das auch wieder. Und dann. Okay. Aber jetzt ist die Frage, was kommt als nächste? So das. Nein, jetzt geht das aus. Ja, toll. Ich habe auch keine Ahnung, welche Reihenfolge soll das gehen jetzt. Okay, wieder dieselbe Spiel. Ja, wir sind gleich am Ende, glaube ich auch. Aber es dauert noch. Bleiben Sie entspannt. So, wenn ich habe die drei hier, dann bestimmt sollte ich diese. Nein, es geht wieder aus. Okay. Geile. geht alles. Wenn ich mache etwas falsch, dann geht das alles automatisch aus. Ja. So wie ein Sicherheit. Aber jetzt, ich muss auch voll die Drück dran machen. Okay. So, erste, zwei. Nee, ich habe falsch gemacht.
Ei, jetzt bin ich auch wieder falsch gegangen. Aber ich hoffe, dass jetzt ich bekomme das auch im Griff, ohne nachzuschauen. Weil wie gesagt, ich muss trotzdem schauen. Weil das sind ein paar Sachen, wo da fällt auch die Worte, wie das soll das alles funktionieren. So, jetzt, okay. Jetzt das funktioniert, okay. Und jetzt bestimmt die letzte. Oh nein, das war nicht die letzte. Wie gemeint ist das gewesen jetzt? Okay, dann weiß ich, dass. Hey, hallo? Nein. Ich möchte wieder drück machen. Ich muss das Gerät im Betrieb machen, aber ohne ihn. Anweisung ist auch schön schwierig, oder? So, jetzt. Okay. Wieder die gleiche Spiel. Diese erst. Nee, ach, nein. Nein, es war nicht gut. Da muss man auch immer denken, was kommt als Erste. Okay, dann kommt das Ihre. Und jetzt diese und die letzte. Jawohl, geschafft. Oh, aber jetzt. Oh, wir drehen eine Runde jetzt. Wir drehen eine Runde. Okay. Die Beweglichkeit der Zeitmaschinenlaufe. Was nun? Ja. Ich glaube, ich muss jetzt wieder zurück oben gehen. Oder? Das wäre doch Sinn der Sache, oder? Jetzt die Maschine ist in Betrieb, aber. Und ich vermute, dass ich muss jetzt diese Teile aktivieren. Aber wie funktioniert das? Ah, ja doch, ich habe auch gesagt, das gibt ein Hebel. Ja, aber die Hebel kann man auch nicht betätigen. Ja, super. Ah, Hinweis jetzt. Ich könnte in dem Fahr neben der Kran nachsehen. Gibt da noch mehr zu holen? Die Krane? Ah, ja, okay. Moment mal. Die Kran ist darüber. Wenn ich gehe dran, es wäre auch super. Moment, Moment, Moment. Nein. Ich kann auch das auch nicht bewegen. Oh, hey. Okay, vielleicht irre. Auch nicht. Neben die. So. Ich habe auch keine Ahnung jetzt. Was war die Hinweis? Ich könnte in dem Fach neben dem Kran nachsehen. Gibt es da noch mehr zu holen? An dem Tisch oder wie? Oder in die Kiste, ihre. Aber in die Kiste war alles leer, oder? Ah, nein, nein, nein. Da ist noch etwas. Ein Ebel. Okay. Ah, bestimmt jetzt kommen die Ebel. Jetzt ihre. Okay. Ja gut, die Ebel. Ah, Moment, Moment. Ich will dran. Jawohl. Ah gut. Die Ebel ist im Betrieb, aber ändert sich auch nicht, oder? Ah, jetzt. Schaut ihr das an? Okay. Ich muss das aktivieren. Okay, ihr war nicht. Vielleicht ihr? Nein. Oh, je, oh je. Das wird wieder etwas schwer. Nein. Okay, dann machen wir das hier so und so. Auch nicht.
Nein, Moment, Moment, Moment. Da ist noch ein Ebel, hein? Aber ich will zu dem anderen Ebel gehen. Ah, ich kann noch nicht. Okay. Ich kann noch nicht. In jede der drei Tanks ist eine Flüssigkeit. Der Füllstand ist bei jedem anders. Ja, jetzt habe ich auch die Flüssigkeit Error bei 1 und die anderen, die sind alle leer. Ja. Hm. Und wie kriege ich das wieder zurück? Okay. Hier scheint, dass ich noch nicht mehr drück mache. Vielleicht hier. Nein, es funktioniert auch nicht. Auch nicht. Okay, mal. Ich versuche mal so. Ah! Okay, das ist jetzt voll. Dann bestimmt muss ich jetzt wieder darüber kommen. Auch nicht. Oh je, oh je, oh je. Was soll das? Okay, wenn ich kann nicht, dann machen wir so. Ja gut, aber jetzt. Jetzt ist alles leer. Ah, jetzt, jetzt, jetzt. Moment mal. Soll mal eine gewisse Zahl erreichen. Ah, okay. Ja gut, aber. Hier weiß ich, dass ich muss bis 4. Okay. Und dann. Aber ihr. Ich habe keine Ahnung, ob ihr war das Richtige. Aha. Vielleicht muss ich die Okuli benutzen. Nein, es steht auch kein Hinweis. Und ihre auch nicht. Okay, gut, ein neuer Hinweis. Mit dem Regel und dem Ebel an der Zeit kann ich die Flüssigkeit von einem in dem anderen Tank umleiten. Ja, okay. Ah, yeah. Okay, wir wissen auch schon die. Die Story jetzt, ich muss irgendwie ihre ist korrekt, oder? Aber darüber fällt noch was. Ja, aber jetzt hier in die Mitte ist auch nicht mehr zu sehen. Puh. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Ich bin wieder sprachlos. Wir sind bald an dem Ziel, so im Final. Aber ob etwas kommt jetzt, ich habe keine Ahnung. Okay. Ich werde sagen, ich probiere noch irgendwie allein. Ich mache eine neue Folge und das ist bestimmt eine kurze Folge danach. Ich weiß nicht ganz genau. Aber bleiben Sie dran. Ich wünsche euch viel Spaß weiterhin mit dem Spiel sowieso. Und andere Projekte bei mir. Bleib sie dran. Und ciao. Mach's gut.